Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Dieses Video fällt ins Gebiet Physik mit dem Thema Licht und Schatten. Nun, Licht und Schatten sind allen aus Redewendungen bekannt. Doch was physikalisch dahinter steckt, weiß eigentlich keiner. Man beobachtet es vielleicht mal auf der Straße, wenn man abends im Laternenschein dahinläuft. Aber warum das alles so ist, darüber denkt kaum jemand nach. Nun, das wollen wir heute ändern. Deswegen möchte ich mit einem kleinen Beispiel hier beginnen. Mit diesen zwei Lichtquellen. Und dafür muss ich erstmal das Studio verdunkeln. Also Licht aus. So, wir sehen, dass wir Licht sehen. Deswegen an mit den zwei Lichtquellen. Wir haben hier zwei Lichtquellen und wir untersuchen mal den Schattenwurf dieser Lichtquellen. Ich nehme einfach einen Gegenstand und halte ihn hier störend in den Lichtstrahl. Wir erkennen, es gibt einen Schattenwurf. Der ist aber nicht eindeutig. Wir sehen, es gibt einen dunklen Bereich, den nennen wir Kernschatten. Es gibt hellere außenrum, das ist der Halbschatten, und es gibt die ganz beleuchteten, naja, die einfach komplett bestrahlt werden. Das sind also keine Schatten, da kommt das Licht komplett hin. Wenn ich jetzt eine der Lichtquellen ausmale und den Schatten wieder betrachte, habe ich nur Schatten oder komplett beleuchtete Flächen und keinen Kernschatten. Das gilt auch für die zweite Lampe. Das heißt, wir müssen einfach die einzelnen Schatten betrachten und dann überlegen, wie sie zusammenfügen. Nun wollen wir das theoretisch angehen. Deswegen Licht an. So, wir hatten also zwei Lichtquellen, nennen wir sie L1 und L2. Wir gehen davon aus, sie seien punktförmig, damit es einfacher wird. Wir hatten einen Gegenstand, der im Weg war. Nun, das soll dieses Teil hier sein. Und wir überlegen uns mal, was passiert, wenn wir Lichtquelle 1 einschalten. Wir bekommen Lichtbündel, also Lichtstrahlen, die sich geradlinig ausbreiten. Das heißt, das Licht, das hier entlang geht, kommt gerade noch so durch. Alles, was darunter ist, wird irgendwo an diesem Gegenstand zurückgestreut. Also erst undurchsichtig, das heißt, es geht nichts durch. Alles, was in diesem Bereich dann hier wäre, würde nicht durchkommen. Erst wieder ab diesem Moment hier steht uns nichts mehr im Wege. Das heißt, dieser komplette Bereich hier hinten wäre ein Schatten von der Lichtquelle 1. Ich nenne ihn einfach mal S1. Nun, wir haben eine zweite Lichtquelle. Wir gehen komplett gleich vor. Wir schauen also wieder, welches Licht wird gerade noch, welcher Lichtstrahl wird gerade noch nicht an den Gegenstand gestreut, sondern wird vorbeigelassen. Nun, das ist hier der Fall. Dasselbe Spielchen wieder in diesem Bereich. Und wir haben unseren Schatten S2. Was wir jetzt sehen, wir haben einen Bereich, hier, den ich blau schraffiere, in dem beide Schatten aufeinander fallen. Das war unser Kernschatten von vorhin. Und wir haben diese beiden Flächen, wo jeweils nur ein Schatten vorhanden ist, das wären die Halbschatten. Nun, was bringt uns das jetzt? Wir können das eigentlich jeden Tag beobachten. Wenn wir abends rausgehen und an den Himmel schauen, sehen wir, wenn wir Glück haben, den Mond. Nur, der Mond sieht nicht jedes Mal gleich aus. Manchmal ist er komplett verschwunden und manchmal haben wir sowas, was wir Vollmond nennen. Woran liegt es? Nun, einfach gesagt, die Sonne ist sehr weit weg. Das Licht, das von der Sonne zu uns kommt, ist annähernd parallel. Das heißt, von hier soll unser Sonnenlicht kommen. Die Sonne. Dann haben wir unseren Planeten, die Erde. Und um unsere Erde herum ist der Trabant, unser Mond, und schwirrt immer im Kreis um uns herum. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass der Mond hier wäre, dann wird er zwar von hier auf dieser Seite angestrahlt, das heißt, auf dieser Hälfte hier drüben ist er eigentlich hell,
Aber das hier ist alles dunkel. So, nun schauen wir an den Abendhimmel und wir sehen, dass wir nichts sehen. Denn der Mond, der uns zugewandt ist, wir schauen von hier, ist dunkel. Wir können ihn nicht sehen. Nun, der Mond umkreist aber in 4 Wochen einmal die Erde. Das heißt, er wird irgendwann hier sein, wieder die sonnenzugewandte Seite beleuchtet, die abgewandte Seite nicht beleuchtet. Wir sehen hier also die Hälfte des Mondes beleuchtet. Wir sehen einen sogenannten Halbmond. Jetzt kommen wir zu einem Spezialfall. Eigentlich steht der Mond hinter der Sonne, hinter der Erde. Das heißt, man müsste davon ausgehen, dass da nichts durchkommt, weil der Mond im Schatten der Erde liegt. Das ist aber nicht so, weil die Planeten, weil das alles dreidimensional ist. Das heißt, der ist leicht verschoben und das Licht geht an der Sonne vorbei und strahlt auf unseren Mond. Wir sehen also die komplett beleuchtete Fläche. Wir sehen einen Vollmond, komplett kreisrund. Nun, der Mond geht wieder weiter. In diesem Zustand, wir sehen wieder einen Halbmond. Er nimmt ab. Und von vorne. Genau, was ich hier beschrieben habe, dieser speziellen Nagel, der Vollmond. Es kann sein, dass in traditionalen trotzdem der Mond in den Schatten der Erde geht. Und dann nennt man sowas Mondfinsternis. Ihr müsst eigentlich einen Vollmond sehen. Weil wir aber im Schatten der Erde uns befinden, sehen wir gar nichts.